meines guten Geschmacks, Comic Engine hier. Ich war jetzt etwas erkältet, beziehungsweise bin jetzt immer noch, und diese deine Review müssen wir irgendwie durchziehen, ohne dass ich viel mehr Stimme verliere. Aber das ist ja auch vollkommen egal, weil der Inhalt zählt, ja? Und der ist ja mal geil, nämlich Spider-Man Deadpool in zwei vom selben Schlag. Original US-Titel Isn't It Romantic? Hätte ich noch einen Ticken geiler gefunden. Hier sind 6 US-Hefte drin. Geschrieben ist das Ganze von Joe Kelly und Ed McGuinness. Nicht mitgeschrieben, aber halt gemacht. Der Band, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe ja die ersten 2 Hefte der normalen Serien auch vorgestellt. Und ich muss sagen, auch wenn das hier damit zusammenspielt, das hier ist wirklich genial. Also Peter gefällt mir drin richtig gut, beziehungsweise Spider-Man. Und Wade und Deadpool, also Wade einfach, ist ja auch egal. Der gefällt mir ja auch super gut. Also, wir haben ja eine Story, die hat mich ein bisschen an die Daniel Way Heftreihe erinnert, die es als vorletztes oder was bei Panini gab, weil Deadpool möchte sich unbedingt mit Peter anfreunden. Und der Band fängt auch direkt actionreich an, sind auch sehr aneinander gefesselt. Wir sind nämlich hier in der Hölle unterwegs und kämpfen gegen ja, ein paar komische Dämonen, ein riesiges Flammenmonster. Und wie es dazu gekommen ist, dass sie da landen, das sieht man dann erst kurz vorher. Spidey kämpft gegen Hydro Man. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann taucht auf einmal Deadpool auf. Der hat ja mittlerweile was ganz Cooles, das ist vielleicht richtig witzig, eine Verhaltens-App. Dann klickt er auf irgendwas drauf und so muss er sich dann verhalten. Das kann chaotisch sein, verantwortungsvoll und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall funktioniert das alles nicht ganz so gut. Und Spider-Man hasst Deadpool. Er ist auch, hilft ihm zwar und rettet ihn mit aus der Hölle zu kommen und so, aber er hasst ihn. Er hat wegen Deadpool auch die Avengers verlassen und ihm geht das voll auf den Keks, dass er ihn nicht in Ruhe lassen kann. Gleichzeitig hat Peter immer noch Stress durch seine Firma, hier ist Anna Maria, und er leitet die halt so mit Ach und Krach, nicht ganz so geschmeidig, wie seine Kollegin oder Partnerin es sich wünscht, aber was soll's. Der Comic ist auch ein bisschen brachial, muss ich sagen. Hier haben wir zum Beispiel Deadpool im Heilungsprozess. Liebe Kinder, das ist ganz schön hart. Das finde ich aber auch ganz gut, weil so kennen wir es ja mittlerweile alle aus dem Film. Insofern passt das ja perfekt. Ja, Deadpool ist relativ verzweifelt und er versucht auch ein bisschen Spidey in eine Freundschaft reinzutricksen. Und das sieht man dann auch irgendwo. Die ganze Höllennummer, kann ich kurz spoilern, hat er engagiert. Er kennt den Typennamen wohl, gegen den die am Anfang noch gekämpft haben. Und ja, das hat mich so ein bisschen wirklich an die Daniel Way-Hefte erinnert, wenn Wade probiert noch so bei den X-Men irgendwie unterzukommen und sich mit denen anzufreunden oder auch mit den Avengers, bevor er halt auf den Trip kommt, jetzt muss ich sterben oder so, aber das fand ich dann ganz cool. Und dann wird es ziemlich spannend, weil Wade kriegt den Auftrag, Peter Parker zu töten. Wade Wilson weiß nicht, dass Peter Parker Spider-Man ist. Peter hat es geschafft, einen Doppelgänger, nämlich den Prowler, an seine Stelle treten zu lassen, sodass er, wenn er einen offiziellen Auftritt hat, von ihm als Spider-Man gedoubelt wird. Und somit weiß Wade natürlich auch nicht, was Sache ist und kommt hier auch eine ganze Zeit lang drauf. Und ihm ist es echt wichtig, dass Spidey sich mit ihm verträgt und versucht wirklich alles. Er berät sich auch mal mit seiner Frau. Die ist auch noch da, seit Draculas Braut, finde ich auch richtig cool. Also diese Beziehung gefällt mir. Kann ruhig noch eine ganze Weile so weitergehen. Auch der Secret Wars Band mit ihr fand ich wirklich klasse. Und hier haben wir sie immer noch drin. Und die reden halt, ja, ganz so, ich sag mal, wie Leute das tun, wenn sie sich meinetwegen beruflich beraten, auch wenn das hier ein bisschen abgefahren ist. Dann gibt es halt noch mehr Probleme, die wir hier sehen. Deadpool kann Peter nicht erreichen, der nimmt dann Geiseln oder so in der Art, kann man nicht wirklich Geiseln nennen, ist sehr unzufrieden, weil Miles Morales, Spider-Man ist dann auch mit dabei und der war zuerst am Tatort, sag ich mal, und das ging ja für Wade gar nicht klar, er wollte halt nicht den Mini-Spider-Man, er wollte den echten, wobei beide ja irgendwo echt sind. Dabei gibt es jede Menge kleine abgefahrene Abschnitte, zum Beispiel hier haben wir Wades Hoden,
Die, oder ne, die Eier unterhalten sich auch miteinander. Ich habe keine Ahnung, wo man sowas da einblenden muss, aber so einfach cool. Also witzige, abgefahrene Nummern hier drin. Und man sieht auch so ein bisschen, dass Peter und Wade langsam zusammenfinden oder dass Peter als Spider-Man Respekt für Deadpool entwickelt und das ist wirklich gut geschrieben, während Wade weiter seinem Auftrag verfolgt und dabei immer weiter abgefahrene Sachen herausfindet. Scheinbar scheint Peter so eine Art Dr. Mengele Labor zu haben. Und dabei gibt es dann hier auch so super geile Sprüche von Wade, die fand ich richtig gut. Ja. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber wirklich witzig. Vor dem Feuer muss man das Schnittgut erst machen. Wer sich aussetzt, seine eigenen Körperteile davonfliegen zu sehen, sollte sich jetzt in den Kopf schießen. Ich hoffe aber, keiner tut's. Weil ich richtig cool. Ich glaube, das ist auch eine Dialogzeile. Ich muss einen Film, wenn Deadpool 2 kommt. Man sieht dann irgendwann aber auch den Auftraggeber von Deadpool und das ist ja natürlich ein absoluter Finsterling. Wade ist weiter dabei herauszufinden, ob Peter gut oder schlecht ist. Aber zeigt dann aber auch Spidey mal, wie er arbeitet hier mit seinen Mercs for Money. Was ich richtig gut fand und auch zeigt, dass Wade eigentlich ein großes Herz hat, ist natürlich auch eine Stelle mit seiner Tochter. Und das ist natürlich für Peter wirklich auch so ein Zeichen dafür, dass Wade nicht einfach nur vollkommen durchgeknallt ist, sondern auch irgendwo das Herz am rechten Fleck hat. Tja, man weiß bis zum Ende nicht so richtig, wer der Typ ist, der Deadpool den Auftrag gegeben hat, Peter Parker zu töten. Es gibt noch jede Menge abgefahrenen Kram. Sie tanzen zusammen, Dirty Dancing mäßig und haben jede Menge Spaß zusammen. Ja, also das ist wirklich cool. Und finde ich auch gut, dass das mir in Forderung gestellt wurde, dass auch so normale Sachen passieren, wie die gehen eine Bar besuchen und tanzen dann da ab und so weiter. Ja, es gibt auch noch so andere Einschübe. Es gibt noch so andere Einschübe in dem Heft, die ich gut fand, zum Beispiel, wenn Deadpool wieder auf Tod trifft. Oder dass hier so ein klassischer Fiesling, Mysterio, der Jim, was wir mal früher zeigen können, in dem Band vorkommt und auch später noch etwas länger Beschäftigung für unsere Helden bietet. Also hier sehen wir, Mysterio finde ich echt klasse, das wäre auch mal was für einen Film. Vielleicht sehen wir den ja irgendwann. Jetzt, wo er es bei Marvel ist. Und ja, es ist ein echt super Band. Das ich kann ich gar nicht anders sagen, außer dass du mir, dass meine Stimme kaputt ist im Moment. Aber das fand ich wirklich cool hinten. Und das ist auch noch nicht alles ganz so aufgelöst, finde ich auch richtig gut. Fortsetzung folgt im nächsten Band, weil der Typ, der hier der Auftraggeber ist, das möchte ich nicht spoilern. Hat aber echt einen guten, scheinbar einen hinterlistigen Plan, wo die noch nicht so durchschauen, die Jungs. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil hier ist noch das Spider-Man-Heft, Deadpool Spider-Man-Heft 6 drin. Das ist so eine Story, ja, ist so ein bisschen abgefahrener hier. Will Deadpool nach Hollywood und da haben wir natürlich auch einen Schauspieler, der mit dem Schnäuzer. Und da steht dann auch dran. Und ein durchgeknallter Hollywood-Schönling. Das ist so ein bisschen wie beim Film Deadpool halt im Vorspann. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Dann wird es dann eben eingeblendet. Ja, Gottes größter Idiot spielt mit. Die wahren Helden sind die Drehbuchautoren und so weiter. Das ist dann echt cool, dass sie das hier auch mit einfließen lassen irgendwo. Und die Story steht dann für sich am Ende. Das heißt auch, der Film und sein Star. Number one on the Mall Sheet. Deadpool Spider-Man 6, das ist vom August 2016. Also insgesamt sind hier nur Hefte drin, die von 2016 sind. Seit März gibt es die Reihe in Amerika in Heftform. Und es ist wirklich genial. Wir haben hier echt coole Gastauftritte auch drin. So, halt Miles Morales ist hier mal drin. Wir haben Thor ist hier drin. Und Deadpool hat ja auch so eine wahnsinnige Liste, warum er die daten möchte hier, wenn er doch verheiratet ist. Und hier haben wir die Liste. Hillary Clinton, falls sie Präsidentin wird, also nie in Klammern, dann darf sie von Deadpool angebaggert werden. Thor, falls er je eine Frau wird. Hellcat, falls wir mal in der Hölle sind.
Ja, und das Letzte, das kann man hier irgendwie leider nicht lesen, steht Spider irgendwas. Also weiß der Henker, was da gewesen wäre. Also jede Menge cooler Kram hier drin. Es ist wirklich ein schönes, witziges Buch. Jede Menge Action ist hier drin. Mir gefällt die Art und Weise, wie hier gezeichnet wurde. Und Kolorierung ist auch top. Und ich kann nur sagen, das ist jetzt für mich Peter Parkiger und Deadpooliger oder Spider-Maniger, wenn man das so sagen will, als die jeweils ersten Hefte der eigenen Serien. Natürlich spielen hier mit rein und das ist eine gute Ergänzung dazu oder umgekehrt, die ergänzen das hier. Weil das Buch fand ich richtig, richtig gut. Klare Kaufempfehlung von mir. Oh Gott. Ja. Ich hoffe, ich kann euch im nächsten Video ein bisschen gesünder begegnen und nicht ganz so kaputt. Und ja, wünsche euch dann noch eine gute Woche. Ich werde jetzt trotz der Erkältung versuchen, so ziemlich jeden Tag jetzt ein Video hochzuladen. Gibt mir nicht viel, was hier noch rumliegt. Das letzte Stapelvideo könnt ihr auch nochmal gucken. Und dann seht ihr, was als nächstes kommt. Ich weiß, es ist alles nicht so von der Erscheinungschronologie. Chronologie, ist das richtig? Ja, ist auch egal. Richtig. Aber ich habe gedacht, wir machen jetzt erstmal die aktuellen Sachen und dann nehme ich das, was jetzt schon ein bisschen älter ist. Also, bis bald, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.